So, willkommen zurück zum Gesprächesimulator, Elex meine ich. Wir hätten ganz gerne eine Rüstung. Mal gucken, ob wir von dem hier irgendwie mal Welche eine Vorteile bekommen. bieten deine Rüstungen? Das will ich dir gerne erklären. Je nachdem, welchen Rang jemand bekleidet, empfiehlt es sich, eine bestimmte Rüstung anzulegen. Als Setzer sieht man sich schließlich mit anderen Herausforderungen konfrontiert als ein Krieger oder gar Erzberserker. Nur ein Beispiel. Bei der Rüstung eines Setzers achte ich darauf, dass die Bewegungsfreiheit bei der Feldarbeit so gut wie nicht eingeschränkt ist. Aber eine Kriegerrüstung muss im Kampf robust sein und größtmöglichen Schaden von ihrem Träger abwenden. Okay, und wie kann man eine bessere Rüstung Wann kann bekommen? man eine bessere Rüstung bei dir bekommen? Ich bin nur befugt, Rüstungen auszuhändigen, um die man sich verdient gemacht hat. Einem Setzer ist demnach nicht gestattet, die Rüstung eines Erzberserkers zu tragen. Wenn es also dein Ziel ist, bis zum Erzberserker aufzusteigen, dann tu etwas dafür. Och, Menno. Kann er mir wenigstens Zeig mir, was du irgendwas mir herstellen herstellen? kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Gucken, ob uns hier wenigstens. Oh. Werker, Jäger. Schön. Der hat auch Pfeile zu bieten. Zeigen wir erstmal her. Waffen. Kriegsschild können wir noch nicht benutzen. Das können wir ebenfalls noch nicht benutzen. Können wir ebenfalls nicht benutzen. Können wir ebenfalls nicht benutzen. Können wir auch nicht benutzen. Alter. Der hat aber schon ordentliche Waffen, ne? Wir können ihm quasi nichts abkaufen. Einfaches Kriegsschwert der Berserker. Wir brauchen Stärke und Geschicklichkeit. Stärke Konstitution, Stärke Konstitution. Stärke, Stärke, Stärke. Oh Gott. Hornschwert. Hornschwert 2. Nice. Können wir aber alles noch nicht kaufen. Leider. Ach du Schande, wir haben ernsthaft von dem Typen 300 Elixit für die Waffe bekommen und die Sachen kosten ja einfach alle so viel. Oh Gott. Gucken wir, das Ding können wir doch auch noch nicht benutzen, ne? Wollen wir das mal verkaufen? Für 120, eieiei. Ach hier. Die können wir aber verkaufen. Nein, 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 nein. Zeig mir, was du mir Ey, ich herstellen drücke immer kannst. rechte Maustaste Ich zum kaufe dir Verkaufen. auch etwas ab, wenn du willst. Ja, ist ja in Ordnung. Verkaufen. Die hier wollen wir verkaufen. Und wollen wir die denn hier? Ach stimmt, die hatten wir schon gekauft. Die kann man nur noch nicht tragen, wenn es da noch Konstitution fehlt. Also Hose. Hose und Rüstung haben wir schon. Achso, mehr gibt es ja auch eigentlich gar nicht. Wir haben Jagen getragen, Arbeit im Freien. Arbeit im Freien. Bei der Jagd, genau, die Jägerrüstung haben wir. Werkerhelm. Jägerhelm. Naja, eigentlich interessiert mich gerade nichts von ihm. Ring der Verteidigung bringt uns auch nichts. Ja. Nö, ciao. Schade, schade, schade. Ist das hier denn Waffenschmied, wenn das an der Rüstungsschmied ist? Ah, schon wieder ein neues Gesicht in der Stadt. Auf der Flucht vor diesen von Elex mutierten Alps? Ich sag dir, es wird langsam Zeit, sie auszurotten, wenn du mich fragst. Okay. Da Stimmen wir kann mal ich nur zu. zustimmen. Was auch sonst? Diese verdammten Bastarde bauen ihre Konverter in unser Land. Sie verpesten unseren Boden. Und sie töten unsere Leute. Es ist an der Zeit, dass die Nebelkrähen ausrücken, um zurückzuschlagen. Der ist aber ganz schön auf unser Zeug spezifiziert. Du bist offenbar ein ganz spezieller Freund der Alps. Wieso hast du die Alps so sehr? Bring mir etwas bei. Du bist offenbar ein ganz spezieller Freund der Alps. Wundert dich das? Die verdammten Blasshäute haben erst vor kurzem einige meiner Nebelkrähen überfallen. Sie haben sie alle umgebracht.
Keiner meiner Männer hat den Angriff überlebt. Und jetzt muss ich zusehen, wo ich neue Leute herkriege, um diese Alps zu finden. Da wäre ich doch gern dabei. Du willst Alps jagen? Offensichtlich hast du ein gewisses Interesse daran. Meldest du dich etwa freiwillig nach ihnen zu suchen? Ja. Denn nicht für einen Hungerlohn. Kampf 2 haben wir noch nicht. Ja. Und wenn dem so wäre? Und wenn dem so wäre? Dann hätte ich einige Informationen für dich. Als meine Männer überfallen wurden, haben scheinbar einige Kreaturen ihre Leichen herumgezerrt, sodass jetzt nicht mehr ganz eindeutig ist, wo es passierte. Ich konnte den Bereich auf 3 Orte eingrenzen, die sehr wahrscheinlich sind. Solltest du da vorbeikommen und du findest tatsächlich einige Blasshäute, dann erledige sie sofort, bevor sie wieder abziehen. Je mehr wir von ihnen erledigen, umso sicherer wird unsere Stadt. Okay, und schon habe ich die angenommen, oder was? Ich habe noch nicht mal auf Ja gedrückt. Wo genau soll ich nach deinen verschwundenen Männern suchen? Wenn du am großen Aufzug den Weg ins Tal der Verbannten nimmst, kommst du in eine alte Ruinenstätte mit vielen größeren Ruinen. In diesen Ruinen könnten sie gewesen sein. Du solltest sie gründlich durchsuchen. Aber sei vorsichtig vor kriminellen Verbanden. Falls du meine Männer dort nicht findest, dann such die Ruinen am Roten Fluss ab. Möglicherweise hast du da Erfolg. Der Rote Fluss ist der Bereich westlich der Ruinenstätte. Okay. Bring mir etwas bei. Ja. Yay. Oh, Resistenz. Was sind das? Tiertrophäen. Erlaubt dir besondere Trophäen aus Tieren zu erbeuten. Das ist doch schon mal ein Anfang. Den Rest können wir eh noch nicht wieder. Wäre ich fast dafür, dass wir das mal lernen, oder? Vielleicht können wir damit ein bisschen Elixit erbeuten. Und wir haben Überleben plus 1. Geil. Das wiederum heißt, dass wir beim nächsten Mal einen weiteren Heiltrank erbeuten können. So, das sieht mir nach einer normalen Hütte aus. Du bist eine Wache, ne? Schöne Waffe hast du. Was ist er denn für eine? Das ist aber der Waffenschmied, oder? Du bist in Ordnung. Dankeschön. Zeig mir deine Ware. Verstanden. Reitschwert. Siehst du, der hat, glaube ich, ein bisschen mehr Auswahl hier. Aber das können wir ebenfalls alles nicht benutzen. Wobei, Reitschwert? Okay, das haben wir. Ja, die Zwinge, die Eisenstange. Ach je, ach je, ach je. Okay, hier müssen wir erstmal noch alles lernen. Schade. Wir müssen auf jeden Fall erstmal leveln. Wenn wir hier uns irgendwelche Rüstung kaufen wollen. Was ist das hier für eine Hütte? Kriegerin, Hütte, Bank. Ach, Angrim war doch der Rüstungsschmied, oder? Du bist schon der Dritte, der innerhalb kürzester Zeit unser Tor durchschritten hat. War anscheinend nicht. Es hat sich wohl herumgesprochen, dass wir den Alps erfolgreich die Stirn bieten konnten. Hoffentlich gehörst du nicht zu jenen, die Schwierigkeiten haben, sich unserer Lebensweise anzupassen. Ich werde dich deshalb im Auge behalten. Dolle Wurscht. Sollte ich dich kennen? Die Entscheidung überlasse ich deinem Verstand. Wenn du mehr Weitsicht besitzt als manch einer hier, dann wirst du die Antwort recht bald kennen. Was ich dir auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchte, ist, dass es klug von dir wäre, unser Gesetz zu verinnerlichen. Achtest du meinen Ratschlag, werde ich mich erkenntlich zeigen. Handelst du ihm zuwider, wird es Konsequenzen haben. Wir haben schon genug Leute, die unsere Werte mit Geringschätzung strafen. Dabei ist es allein unserem Gesetz zu verdanken, dass wir bis jetzt überlebt haben. Meine Hingabe für das Gesetz ist mein Dienst an unserer Gemeinschaft. Meine Treue sichert das Wohl aller. Ist das hier der Richter oder was? Ach, Sinder schickt mich. Okay, warte mal. Was macht dich so sicher, dass das Gesetz unfehlbar ist? Weil wir es aus gutem Grund beschlossen haben. Vor Jahrzehnten wurde uns offenbart, auf welchen Abgrund die Menschheit zusteuert, wenn wir uns nicht wieder auf unsere Wurzeln besinnen. Wir erkannten, welch faulen Einfluss das Elex und die Technik auf alles Leben haben. Darum ist unser Gesetz der Kern unserer Gemeinschaft.
die Luft, die wir atmen. Also hinterfrage es nicht und verändere es nicht. Dann bekommen wir zwei kein Problem. Okay, ja, ich hab die Schnauze voll von diesem Gesetz. Sindar, geht es um die Nahrungslieferungen aus dem Wald? Ja, sie sagt, es wird nicht mehr geliefert und lässt fragen, was da los ist. Hat Jorah denn nichts gesagt? Verdammt nochmal, den werde ich mir wohl mal zur Brust nehmen müssen. Was ist mit Jorah? Was hat Jorah damit zu tun? Ich habe Jorah damit beauftragt, zu Sindar zu gehen und ihr alles zu erklären. Anscheinend hat er sich nicht an meine Anweisungen gehalten. Wie dem auch sei, um Jorah kann ich mich später kümmern. Es werden keine Lieferungen mehr kommen. Meine Leute sind im Wald gestorben. Sie wurden von einem Unhold überrascht. Ach je. Ja, die Gegend gemieden werden. Überleben haben wir eins, ne? Das heißt, das können wir noch nicht klicken. Von einem Unhold, dann sende doch neue Leute. Von einem Unhold? Ja. Bis auf die Knochen hat er sie abgenagt und nichts übrig gelassen. Ich werde nicht noch mehr meiner Männer in den Tod schicken. Sindar wird neue Leute finden müssen, die für sie die Drecksarbeit erledigen. Der Eisenclan wird sich nicht nochmal in Gefahr begeben für ein bisschen Fisch und Fleisch. Sag ihr das. Okay. Hast du noch mehr zu sagen? Nö. Zumindest nichts, was wir wissen wollen. Okay. Hey, haben wir zumindest nebenbei eine Quest erfüllt. Boah, ist das hell. Sehr gut. Da geht's nicht weiter. Da wollen wir nicht lang. Hier wollen wir weiter. Bock. Ach, wie cool. Oh, hier geht's auch noch runter und hoch. Eigentlich müssen wir weiter hoch. Ich will eigentlich mal gucken, sind das hier Ruinen? Da müssen wir doch gleich mal ein bisschen sammeln und erkunden. Zeig ich mal her. Oh, da zählt hier nicht mal ins Diebstahl. Da nehmen wir doch alles mit. Okay. Vom so direkt vor der Stadt, das muss doch irgendein, ich sag mal, wichtiges Gebäude sein, oder? Kann es sein, dass das eine Art Gefängnis sein soll? Aua. Immer dieser Doppelsprung, ich gehe kaputt. Scheint bald so. Okay, gibt es hier noch irgendwas Wichtiges? Nö, da geht's wieder raus, da geht's runter. Da drauf gibt's auch nichts zu sehen. Okay. Wiesenkraut! Wir brauchen Wiesenkraut! Okay. So, jetzt können wir hier aber echt mal hochgehen, oder? Dass wir es endlich mal schaffen, hier durch Goliath quasi durchzukommen. Wir rollen hinauf, den Berg hinauf. Oh, okay, hier steht wieder ein Teleporter. Ah, das hier ist die Schmiede, okay. Das ist ein Werker und den Kollegen kennen wir schon. Liegt wieder Elixier drum, Betten. Okay, die schlafen unter freiem Himmel. Darf ich das Ding benutzen? Dankeschön. So, hier kannst du besondere Steine einsetzen. Und mit der entsprechenden Fähigkeit und dem richtigen Rezept Waffen modifizieren. Tränke brauchen oder Schmuck herstellen. Brauen. Da ist ein C zu viel. Tränke brauchen, oder was? Da ist ein Schreibfehler drin. Waffen. Achso, das sind meine Waffen. Waffe steigern. Waffe modifizieren. Waffe ausschlachten. Waffe steigern.
Wie kann ich denn hier die Waffe steigern? Anscheinend gar nicht. Weil... Ah, guck mal, hier könnte ich jetzt zum Beispiel die Waffe steigern. Dazu muss ich Waffe aufrüsten. Okay, Elixit, Goldbrocken. Oh. Oh, wir können hier Sachen verbessern. Geil. Okay, dazu müssen wir Auseinanderschrauben gelernt haben. Interessant. Und wir bekommen selbst aus dem Beil hier, bekommen wir Elixit raus. Kann man mal machen. Wie sieht es mit dem Setzerbogen aus? Geil, den können wir auch verbessern. Ach du Schande. Bringt uns aber alles derzeit noch gar nichts. Und ich muss feststellen, es macht anscheinend mehr Sinn, die Waffen auseinanderzubauen, als wenn man die verkauft. Munition, okay, Waffen. Ah, Tränke herstellen können wir aber, oder? Ah ne, Voraussetzungen. Kleriker, 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 Kleriker. Starke Elixtrank, Lernpunkte, Attributspunkte. Okay, reichert den Organismus mit Elix an, dafür bekommen wir Lernpunkte. Würde ich jetzt ungern machen. Weil wir dann wahrscheinlich immer mehr Elix brauchen. Okay. Tränke brauen. Lebenssaft. Was macht... Okay. Okay. Ich würde es ja fast mal einfach mal einen kleinen Heiltrank herstellen. Nein, wir brauchen eine Wasserflasche und ein kleines Heilkraut. Düm, düm, düm. Können wir alles nicht herstellen. Frechheit. Davon verstehe ich nichts. Genauso wenig wie den Ring der Geschicklichkeit. Gelber Stein, weißer Stein. Okay. Nö, wir können hier noch nichts herstellen. Wie sieht es hier aus? Können wir die Schmiede benutzen? Nö. Oh, hier liegt eine Anleitung. Gib mir die Anleitung. Ich will lernen, wie man Sachen baut. Okay, da geht's wieder raus aus Goliath. Und hier geht's hoffentlich mal endlich hoch. Kann ja wohl nicht wahr sein, hä? Haben wir jetzt die Stadt wieder verlassen, oder was? Ne, hier geht's wieder rein. Hallo. Okay. Sehr strange aufgebaut, das obere Gebiet der Stadt hier. Sag mir nicht, der Ragnar wohnt hier in so einer Hütte, oder was? Tatsache. Das hat auch eine Werkbank? Geil. Okay, müssen wir uns noch merken, dass sie hier rumstehen. Wer seht ihr? Nachtwache, Nachtwache. Ist aber hell. Muss hier nicht pennen, Freunde. Ach, hallo. Hallo, Boss. Können wir bitte reden? Meister Thorald, was ist der für meinen? Welche Neuigkeiten? Was meine Unterstützung angeht. Wie mache ich mich? Wie mache ich mich? Born sagt, du hast ihm bei seinem Mutantenproblem geholfen. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Streng dich an. Jo. Was meine Unterstützung angeht. Ich glaube, das hat man ihn schon ein paar Mal gefragt, ne? Etwas, das ich für dich tun kann. Dir ist es richtig ernst, was? Da ich dir meine Aufgaben nicht übertragen kann, wirst du dich anderweitig nützlich machen. Die Setzer liegen mir ständig mit irgendeinem Kram in den Ohren. Das muss aufhören. Geh und such Irdor auf. Hör dir an, was er will und kümmere dich darum. Es gibt schließlich immer was zu tun und er bildet da sicher keine Ausnahme. Okay, wo hält er sich denn auf, der Kollege? Wo hält sich Irdor auf? Südlich von hier, unterhalb Goliaths, wirst du ein Weltenherz finden.
Es dauert zwar eine Weile, bis du dort bist, aber so liegen die Dinge nun einmal. Wenn er nicht gerade Futter für die Biester geworden ist, solltest du dich dort nach ihm umsehen. Okay, machen wir mal. Gibt dir auf jeden Fall jede Menge Aufgaben. Wer bist du denn? Hallo. Hallo. Wenn du dich ausruhen willst, such dir einen freien Platz und erhole dich. Und wenn du Hunger hast, finden wir sicher auch noch etwas Essbares. Danke. Für Fremde mag es immer den Anschein haben, wir würden nur nach dem Gesetz leben. Aber wir haben auch ein Herz für alle Gestrandeten, die bereit sind, ihrem alten Leben abzuschwören. Ich versuche stets durch meine Offenherzigkeit, Neuankömmlinge von unserer Sache zu überzeugen. Viele wissen es anfänglich nicht zu schätzen und haben Schwierigkeiten, sich in unsere Gemeinschaft zu integrieren. Aber ich denke, das gibt sich mit der Zeit. Wer außerhalb unserer Mauern aufwächst, wird zwangsläufig durch allerhand Gefahren abgehärtet. Da ist es mehr als verständlich, dass zwischenmenschliche Dinge auf der Strecke bleiben. Ja, definitiv. Was ist das hier für ein Ort? Ein seltsames Relikt aus der alten Welt, nicht wahr? Ich nehme an, wer immer hier gelebt hat, war auf der Suche nach Erholung. Wenn du willst, geh auf eine der höher gelegenen Plattformen und lass die Aussicht auf dich wirken. Oh ja. Dann bekommst du eine vage Vorstellung, wie schön es früher hier gewesen sein muss. Warum baut ihr dann diese Hütten? Mein Mann ist sehr eigen und braucht seinen Platz. Unter uns, er teilt nicht gerne. Darum lässt er auch nicht jeden unserer Leute hier Quartier beziehen. Das ist wahrscheinlich auch besser so, denn nicht jeder Raum ist vertrauenserweckend. Davon abgesehen gibt es nicht wenige, die sich dem Holz stark verbunden fühlen. Okay. Seit wann gehörst du den Berserkern an? Ich bin hier geboren und kann mir keinen besseren Platz vorstellen. Mir fällt das nicht schwer, wenn du das sagst. Was? Ach, ach so, das wäre ja... Okay. Wenn du das sagst. Wir haben unser Leben auf das Essentielle ausgerichtet. Nichts von dem, was du denkst zu brauchen, brauchst du wirklich. Na komm, wir schleimen einfach mal ein bisschen. Ich könnte mich an das Leben hier gewöhnen. Ich würde es dir wünschen. Nimm mich zum Beispiel. Ich habe hier nicht nur eine Aufgabe, sondern auch meinen Mann gefunden. Und was braucht der Mensch mehr als eine Aufgabe und jemanden, der einem nahe steht? Super, wie hältst du es mit Ragnar aus? Ach, das ist die Braut von Ragnar. Hast du Gulliet nie verlassen? Ich suche Arbeit. Ich suche Arbeit. Oh, du hast meine kleine Rede wohl zum Anstoß genommen, dich nützlich zu machen. Gut, dann lass mal sehen. Ich für meinen Teil kümmere mich um den Zusammenhalt innerhalb der Stadt. Auch wenn ich Angrim oftmals nicht zustimme, was seinen Gesetzeseifer angeht, muss ich ihm in einer Sache recht geben. Fremde Dinge bringen Ärger mit sich. Und den möchte ich hier vermeiden. Okay. Es gibt also Ärger. Wie man es nimmt. Wir müssen uns mit allerlei Problemen rumschlagen. Darum bin ich froh, wenn wir neuen Ärger vermeiden könnten. Aber lass mich zum Punkt kommen. Unsere Jäger haben mir berichtet, dass ein paar Kleriker vor kurzem von ein paar Mutanten überfallen wurden. An und für sich kann uns das natürlich egal sein, denn sie haben in Edan nichts zu suchen. Aber ihre Waffen liegen noch in der Nähe. Und in falschen Händen können sie großen Schaden anrichten. Ups. Ich will, dass sie gefunden und zum Werker Jora gebracht werden. Nur unsere Werker verstehen es, diese Gerätschaften unschädlich zu machen. Daraus wird nichts mehr. Die Waffen sind in den Händen eines anderen. Und einem Blick entnehme ich, dass dir dieser unglückliche Umstand zuzurechnen ist. Ich kann nicht sagen, dass mich das zufriedenstellt. Aber ändern kann ich es jetzt auch nicht mehr. Okay, jetzt haben wir rausgefunden, wem es nicht gefällt, dass wir die Klerikerwaffen verkauft haben. Okay, ciao. So. Ja. Ich würde sagen, das war's dann auch erstmal für die Folge, nachdem wir der Dame hier so ungünstig gesagt haben, dass wir die für 300 Elixit verkauft haben. Ja. Damit beenden wir die Folge. Warte. Komm, wir stellen uns mal hier daneben.